CM Punk in trouble. John Cena, STF again. And it was McMahon, it's gone for the bell. And CM Punk, GTS connecting. Oh my God. In 1 hour and 14 minutes, CM Punk is no longer an employee of WWE. CM Punk is going to leave Chicago with the WWE Championship. As promised, CM Punk left WWE that night in a blaze of glory, with the championship around his waist and a heartbroken John Cena in the ring. But with the title ripped from its home, what would WWE do? That question was answered the next night on Raw, when an eight-man tournament was set up to crown a new WWE champion. It is indeed a momentous night. On Monday Night Raw, we will crown a new WWE champion. And it's Miz versus Rey Mysterio. Mysterio, hit it! No! Not this way! Woo-hoo! We have a new WWE champion! But just when you thought things were falling into place, WWE's COO had an announcement. Tonight, for the first time ever, we are going to have a second WWE Championship match right here on Raw. It will be the brand new WWE Champion Rey Mysterio defending against John Cena. Jawohl, und das ist unsere Aufgabe heute hier bei Let's Play WWE 2K15 Showcase. Und hier kommt der neue, gekrönte Champion nach CM Punk, Rey Mysterio. Ja, ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr dran erinnern, dass Rey Mysterio dieses Tournament gewonnen hat. Ist ja unfassbar, es ist schon so lange her mittlerweile. Und hier kommt der Mann, der bei Money in the Bank verloren hat und eigentlich gefeuert werden sollte. Hier kommt John Cena. A few weeks makes. A couple of weeks ago in Chicago, Cena got booed. Yeah, and of course, Michael, we're not allowed to mention the individual's name who won the WWE title that night and then walked out. So, und jetzt geht's los im Match gegen Rey Mysterio, und wir sind natürlich John Cena. Wir müssen Rey Mysterio per Pinfall besiegen und quasi den Titel, den WWE-Titel, zurückzugewinnen. Mams! Schöner.
Move von Cena und die Luthers Press. Genau, so sieht's aus, Michael. Vielen Dank. Es ist so ein geiles Gefühl, mal mit richtigen WWE-Wrestlern sozusagen kämpfen zu dürfen. Und nicht immer nur mit Red Devil. Das ist echt erfrischend, muss ich sagen. Wow. Ah, zu spät geblockt. Wie gesagt, ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, dass Rey Mysterio an dem Abend WWE-Champion geworden ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich hab's ein bisschen verpeilt. Schön geblockt. Oh, Cena, aber ebenfalls geblockt. Rey Mysterio. Mit einem wunderschönen Move. So, pass auf. Wir machen das hier. Ich kenne mich mit diesen ganzen... Oh, fuck. Das ist an sich ist das eigentlich ein ganz cooles System. Au. Man muss nur erstmal durchblicken. Schöner Belly to Belly. Kommst du noch einen Elbow hinterher? So, wir sollen Rey Mysterio erstmal moderaten Schaden zufügen. Ich glaube, das ist orange, ne? Au. Au. Au, nein, Mann. Schöner Dropkick von John Cena. Wie gesagt, ich glaube, moderater Schaden ist tatsächlich orangene Körperteile. Ich bin mir aber nicht sicher. So, wir können ja mal anzählen, aber ich glaube, es ist Rope Break, ne? Nee, ist es nicht. Hui. Schade. Au. Nichts da. Noch ein Dropkick. So, und jetzt wollen wir hier so ein Five-Knuckle-Shuffle oder was? Nee, können wir gar nicht. Huch! Weiß nicht warum, aber wir zählen an. Nein! Fuck! Vorsicht vor Rey Mysterio. Sure. Schöner Hurricane Runner. Na, ich dachte gerade schon, ich krieg's hin, aber leider wieder zu spät geblockt. Zu früh war das da, ne? Stand zu früh oder zu spät, ich weiß nicht mehr. So, jetzt kriegen wir es aber. Sehr schön. So. Jetzt. Oh, verdammt, das gibt's nicht. Kann doch nicht wahr sein. So, Cena kann ja nur drei Moves. So, wie mache ich denn hier den Pfeifferkelschaffel? Ich dachte, der geht irgendwie von hinten. Naja, dann halt nochmal. Und bam! Oh, jetzt haben wir sogar schon einen Finisher. Krass. Naja, dann würde ich mal sagen. Ja, wobei, wir machen den noch nicht. Wir machen den noch nicht. Wir haben gelernt, Finisher ruhig mal ein bisschen speichern. Nein, der hat einen Comeback-Move. Scheiße. Schön. Ray Ray blutet. Tut mir natürlich sehr leid, aber... Nein, es gibt einen geladenen Finisher. Will ich nicht. Boah. Wir müssen erst einen Five-Knuckle-Shuffle machen, steht da oben. Ich weiß, eigentlich muss ich nicht alles machen, was da oben steht. Aber ich mach's halt. Nein. Nicht sein Comeback-Move jetzt hier. Oh, Leverage-Pin. Dürfen wir aber nicht. Wie gesagt, wir müssen ja schon das machen. In gewissermaßen, was da oben steht, auch wenn es den einen oder anderen gibt, der sagt, nee, muss nicht, Tobi. Mann. So, jetzt können wir ihn umdrehen. Dann kann man doch... Ah, okay. Nein! Die Sau. Die alte Sau hat meinen Signature-Move geklaut, das gibt's ja gar nicht. Glaube ich spinne. Nein! Wow! Oh, schade. Cool, das mit dem Orangen ist ja geil. Aber ich glaube, wenn er jetzt ein 619 macht, können wir das doch eigentlich mit einem Ding ins Kontern hier, oder? Mit einem FU, das wüsste ich gerne mal. Deswegen möchte ich eigentlich ungern den FU jetzt schon ausführen. Sondern erst. Genau. Den. Five Knuckle Shuffle! You can't see me! Kannst du mich nicht sehen, Junge! Mann! Für den Attitude Adjustment. Ich wüsste jetzt gerne, ob das geht. Und ich bin jetzt einfach mal so
verrückt und lass es Rey Mysterio ausprobieren. Na komm, steh auf, Mann. Ich hoffe, der macht jetzt auch einen 619. Und nicht irgendeinen anderen Käse. Junge. Mann, hör auf. Oh, oh. Was kommt jetzt? Ach, das Ding. Hilfe! Nein? Ich will einen 619 haben, Mann. Ah ja, okay. Sehr gut. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Ich bash einfach mal Y, wie ich kann. Ach, das geht nicht. Ja, das ist ja toll. Naja, gut, wir sind John Cena, das ist vollkommen wurscht. Hallo. Nein! Was? Ach, der hat ja noch einen Finisher, richtig. Das gibt's nicht. Ich glaube, das könnte es jetzt sogar schon gewesen sein. Für uns. Nein! Weißt du, ich dachte, Cena hat diese Scheiß-Funktion, dass er den Scheiß-FU da kontern kann. Also mit seinem Attitude Adjustment. Boah, Alter, jetzt so reißt mich auf, Mann. Sobald ich das gleich beenden kann, beende ich es einfach. Dachte ich mir, komm, machst du das mal, damit es mal ein bisschen lustiger wird. Aber nein. Weißt du, Rey Mysterio oder was? Hallo, Rope Break. Nein! Das ist ein richtiger Abtausch hier gerade, habe ich das Gefühl. Mumps. Nein! Boah. Der hat aber auch ein paar krasse Konter drauf, der Mysterio. Aber ich auch. Mann. Na komm, Ray Ray. Ist natürlich jetzt nicht besonders spannend für euch, das tut mir natürlich sehr leid. Und ich werde jetzt auch ab sofort keine Experimente mehr starten, sondern einfach, sobald ich das Match beenden kann und sobald ich alle Ziele erfüllt habe, beende ich den Kampf einfach. Dachte halt, dass Cena das auch drauf hat. Aber scheinbar gilt das nur für Springboard-Attacken, also vom obersten Ringseil oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Bams! Cena ist gut drauf. Oh. Nein. Oh, oh, was ist das denn? Alter, voll der krasse Move. Randy Orton was awarded the WWE title, then quickly lost it to Triple H, before finally regaining it later that same night. Oh man, Bums. Oh, wir haben einen Finisher. Cool. A swift kick. Aber erstmal müssen wir Rey Mysterio noch ein bisschen Schaden zufügen, glaube ich. Er ist noch nicht wirklich heiß drauf. Bums. Nein! Nein! Der ärgert mich heute nicht mehr. So, komm, scheiß drauf. Ja, und jetzt ist hier so ein Dingens raus, einen schönen Five Knuckle Shuffle. Vielleicht müssen wir den ja dann gar nicht nochmal machen. Ach, das haben wir jetzt schon drin, okay. Sehr geil. Ja, dann warten wir mal auf den Attitude Adjustment. Ups. Das gibt's doch gar nicht. Nein.
Warum können wir... Scheiße, Mann, wir haben kein Dings. Nicht genug Stamina gehabt gerade. Das wäre so geil gewesen. Jetzt aber. Ray Ray. It's over, bro. Yes. Attitude. Adjustments. 1, 2, 3. Boah. Mein Gott. Alter Schwede. Wer oder was genau? Naja, schwierig zu sagen. Sie sind beide Champions.